Hallo und herzlich willkommen zur Preview vom Tier 4 Kreuzer Karlsruhe. Die Karlsruhe ist natürlich Bestandteil des deutschen Tech Trees der Kreuzer. Ursprünglich die SMS Karlsruhe Bestandteil der Kaiserlichen Marine, ist 1916 vom Stapel gelaufen und hat zur Königsberg-Klasse gehört, welche aber jetzt hier nicht mit der Königsberg zu tun hat, sondern die waren ja beide aus verschiedenen Epochen. Die Besatzung war 475 Mann. Und ist leider in Anführungszeichen am 21. Juni 1919 bei Scapa Flow gesunken. Die Schwesternschiffe waren die SMS Königsberg und die SMS Emden sowie die SMS Nürnberg. Also in Summe vier Schiffe von dieser Klasse. Wasserverdrängung hat 7125 Tonnen betragen. Die Länge in Summe, wie man sie hier sieht, waren 151,4 Meter, die Breite 14,3 und der Tiefgang, also praktisch nach unten, waren 6,3 Meter. Und die Leistung waren 55.700 PS. Jetzt schauen wir mal, wie sich das im Spiel deckt. Wir sehen, im Spiel hat sie etwas weniger Leistung. Wir sehen hier die Hauptbatterie 150 mm. Es gibt hier einen etwas besseren Rumpf, die Torpedos kann man verbessern, sowie die Feuerreichweite in der Regel um 10% bei den deutschen Kreuzern. Wir können das auch mal den anderen Rumpf. Na. Will gerade nicht so wie ich will. Ah, natürlich erstmal die Torpedos ausbauen. So, und dann können wir den anderen Rumpf einbauen, dass wir auch nochmal wirklich die Verbesserungen im Detail sehen. Das heißt, durch den verbesserten Rumpf bekommen wir 3000 Hitpoints mehr und auch eine leicht verbesserte Manövrierfähigkeit. Und die Torpedos machen etwas mehr Schaden, laufen dann statt 4, 6 Kilometer, minimal langsamer mit 57 statt 58 Knoten und die Feuerrate ist auch etwas reduziert. Last but not least die Verbesserungen. Man sieht, man kann hier die Modifikationen 1 aufwerten, sowie praktisch die Antriebsmodifikation und Steuergetriebemodifikation Stufe 1. Nun schauen wir uns das Schiff noch die möglichen Talungen an, aber auch die sind ja bekannt. Es gibt diese Typ 1 und diese Typ 2 Tarnung. Über Lebensfähigkeit haben wir schon besprochen. Die Artillerie. 8x eine Kanone mit 150 mm. Wie hier zu sehen. Die Sekundärbewaffnung 2x ein 88 mm Geschütz. Torpedos. Auf jeder Seite gibt es zwei Torpedos, die man abfeuern kann. Eben diese laufen 600 Kilometer, 606 Kilometer mit 600 Millimetern, so ist es richtig gesagt. Manövrierbarkeit, Höchstgeschwindigkeit 27,9 Knoten, Wendekreis 590 Meter und die Ruderstellzeit beträgt 6,8 Sekunden. Verborgenheit 10,6 Kilometer, Oberflächensichtbarkeit und 5,5 aus der Luft. So, nach dieser schweren Geburt, und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dann aber jetzt nun ins Spiel gehüpft und da schauen wir uns doch mal an, wie die Karlsruhe so im Spiel performt. Nun geht's also los hier im Gefecht. Wir sind hier mit unserem Tier 4 Top-Tier. Ist auch gut so, weil die Karlsruhe im Tier 5 Gefecht schon ganz schön hart an die Grenzen kommt. Also da muss ich sagen, eine Omaha oder auch eine Murmansk oder was da nicht sonst so kommt, macht schon unglaublich viel Schaden. Wenn jetzt dann aber auch noch ein Sechser-Gefecht kommt, dann ist fast unmöglich, muss ich gestehen. Also, da ist die Karlsruhe doch etwas unterlegen. Aber wir schauen uns hier die natürlich auch nochmal wirklich in ihrem Element an. Wir sehen jeweils links und rechts einmal ein Torpedo, beziehungsweise mit zwei Stück. Kann dann dementsprechend wirken. Die Nachladezeit mit knapp 52 Sekunden kann man lassen.
Aber wie gesagt, die sind wirklich Unterstützung, weil zwei Torpedos ist natürlich jetzt nicht die Welt. Das Kanonen-Setup seht ihr ja unten. Man hat recht schnell schießende Kanonen. Allerdings mit AP muss man sich schon wirklich anstrengen, Zitadellentreffer hinzubekommen. Und die Reichweite liegt bei 11,6 Kilometer. Da hat eine Phoenix zum Beispiel 13,7. Also da muss man sich auch schon ein bisschen anstrengen, dass man dementsprechend hier was gebacken bekommt. Miyogi 18,6, Wyoming 14,1. Sogar eine Wakatake Tier 3 hat 9,4. Also von dem her ist es nicht für Entfernungskämpfe gemacht, wie leider oder wie die Deutschen dann später eigentlich werden. Aber in dem Fall bei dem Schiff noch nicht der Fall. Da drüben kommt schon einiges. Ich will zumindest ein bisschen unterstützend wirken, aber die Wakatake und die Tenryu, die haben da einen schweren Stand da drüben. Mal schauen, auf wen die Torpedos hier gehen. Tenryu hat hier einen abbekommen. Gott sei Dank nicht mehr. Da drüben auch noch die Schlachtschiffe, also da ist jetzt einiges geboten. Und ich werde hier auch nicht so mehr drauf fahren. Sondern so ein bisschen beidrehen natürlich. Ich hoffe ja mal, dass die Phoenix mir mal ihre Seite anbietet. Aber den Gefallen scheint sie mir nicht zu machen, ganz im Gegenteil. Jetzt heißt es hier abhauen. Gott sei Dank ging hier auf die Miyogi, aber die erwischt es ordentlich. So, Phoenix dreht bei. Also ich muss sagen, die Reihe hat Höhen und Tiefen der Deutschen. Und die Karlsruhe ist für mich ganz klar eine der tieferen Ebenen. Aber mal schauen, vielleicht kann man ja noch auf einmal irgendwas aus dem Hut zaubern. So, die Kawachi ist eigentlich doch ein dankbares Ziel. Jetzt habe ich hier da einen der Zerstörer getroffen. Auch schön. Dank dem Rauch ist die Kawachi jetzt zu. Die Tenryu hat sich wieder für mich entschieden. Aber da kann ich mitspielen. So, jetzt wird sie seitlich wegfahren, um auf die Klemmsten zu schießen. Das ist jetzt meine Chance, mal zu versuchen, hier seitlich auf die Zitadelle zu schießen. Was nur bedingt klappt. Aber die Clemson hoffentlich macht hier einen guten Job mit Torpedos. Na,
schneidest Räder aber ab, aber er brennt ja noch von mir. Also von dem her hat dann zwar den Last Shot die Klemmsen gemacht, aber ein bisschen HE-Schaden gab es dann doch. So, und jetzt die Kawachi. Da halten wir jetzt mal drauf. Kawachi ist ein schönes, dankbares Ziel. Nicht zu schnell. Liegt gut im Wasser. Brennt ganz gern. Mag ich. Sofern man sie dann sieht. Was jetzt leider nicht mehr der Fall ist. Ich bin zwar offen und Kawachi aber nicht. Ah ja, da ist er wieder. Wegen mir darfst du gerne brennen, Kawachi. Na, jetzt brennt er doch nochmal. Sehr, sehr fein. So soll es sein. Unser Flugzeugträger ist da hinten alleine. Aber ich kann auch nur bedingt helfen. Aber natürlich ein bisschen. Jetzt wird er verdächtig langsam. Da ist er auch weg. Na Gott sei Dank. War ich da gerade so in der Bewegung, dass er mir die Torpedos jetzt so um die Ohren gejagt hat, aber dass sie nicht treffen. Viel zu viele Zerstörer, viel zu viel zu tun hier an der Stelle. Schade, dass die Kawachi jetzt weiterhin auf mich schießt. Ich hatte gedacht, jetzt wo der Flugzeugträger da offen ist. Aber da kommen die Torpedos. Dementsprechend viel HP, die Rache einbüßt. Und jetzt schießt er nicht mehr auf mich, weil jetzt denkt er sich, da sind schönere Ziele da. Und jetzt brennt er wieder. Komm, mach ihn weg. Na also. So, St. Louis. Immer wieder ein Monster. Das Schiff kennt einfach keine Zitadelle gefühlt. Das war ein bisschen zu früh repariert und da bin ich leider auch weg. Mal schauen, was das Team noch hier rausholt. Aber wenn sie cappen, dann ist das ein Sieg. Und zumindest die ISO-Kasse steht drin, die andere fahrt raus.
nicht unbedingt nötig zu dem Zeitpunkt. Hätte einfach cappen können und dann wäre es schon gewesen. So, die Wakatake hat hier drüben ihren Spaß, definitiv. Hat unser Team gefühlt nicht so gut reagiert, also gerade hier die Isokase hätte viel früher zurückkommen können oder die South Carolina, die noch rappelvoll ist und auch nicht unbedingt zu deren Cap durchfahren müssen. Da hat man schon auf der Minimap recht früh gesehen, wie die Teams sich verteilen. Ja, wie gesagt, durchcappen, dann war's das. Die Hälfte ist schon geschafft. Jetzt muss nur noch decapped auch werden. Ist natürlich eine enge Nummer. Gegner hat noch ein Schiff mehr als wir. Und jetzt ist die Isokase offen. Fährt wahrscheinlich. Nein, Gott sei Dank. Dachte schon, fährt hier rauf. Und jetzt ist sie aber mal mächtig unter Feuer. Geht hier komplett auf dem Yogi natürlich. Tops kommen gut. Aber eben muss hier auch einstecken. Myogi hat aber damit nicht gerechnet, dass hier wahrscheinlich gleich der Zerstörer noch rumkommt. Erster Torpedo hat getroffen. Jetzt hat sie aber keinen mehr. Hat hier aber gut für Furore gesorgt. Und damit haben wir das Gefecht gewonnen. Wege beiden Cap Points. Our victory is in sight. Und da schauen wir doch mal. Ich habe mich hier auf den vierten Platz hocharbeiten können. Und was haben wir am Schaden gemacht? Knapp über 26.000. Ist jetzt nicht die atemberaubende Runde. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich finde auch die Karlsruhe selber nicht so stark. Von dem her glaube ich, man kann es bei dieser Runde beim Preview lassen. Und jeder kann sich selber einen Eindruck davon bilden. Vielen Dank fürs Zuschauen auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.